Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Bosskampf gegen den Boss Xul Horak. Handelt sich hierbei um einen der hinteren Bosse und er hat natürlich so einige Fähigkeiten auf Lager. Wir starten jetzt wie immer mal mit einem kurzen Überblick über den Kampf, also was erwartet euch. Danach geht es wieder auf die Positionierung und dann gibt es den Kampf im Detail. Was erwartet euch bei diesem Kampf? Es gibt insgesamt vier Phasen, also es ist ein sehr, sehr phasenabhängiger Kampf und je nach Phase gibt es unterschiedliche Adds und unterschiedliche Fähigkeiten, mit denen ihr umgehen müsst. Das bedeutet also, dieser Boss wird sicher einige Tries in Anspruch nehmen, bis ihr ihn praktisch bezwingen könnt, denn es gibt einfach eine gewisse Lernphase, die jetzt phasenspezifisch erstmal geübt werden muss. Jetzt gehen wir mal auf die Positionierung ein. Wie ihr seht, gibt es ja links und rechts jeweils zwei Portale hinter dem Boss und aus diesen Portalen erscheinen nämlich Adds und das ist jetzt ganz wichtig von der Positionierung her. Er zieht den Boss zum Portal, also er startet immer mit dem linken Portal, das bedeutet also, die Tanks, Melees und alles gehen direkt auf die linken Seiten zum Portal, denn dort kommen auch die Adds raus, die Rangers bleiben in der Mitte stehen und haben damit eben fast keine Laufwege und können sich auch ohne Probleme gut verteilen. So, wir gehen jetzt mal direkt rüber. Wir starten eben mit dem linken Portal, wie gesagt. Ihr werdet gleich sehen, der Boss kanalisiert auf das Portal und jetzt startet die erste Phase. Die Fähigkeiten von der ersten Phase und es erscheinen aus dem Portal Adds. Aus den Adds, die aus dem Portal kommen, ist jetzt ganz wichtig. Es gibt zwei Arten. Einmal ein großes Add, das ist sehr gefährlich, muss auch oft getankt werden und mehrere kleine Adds, die könnt ihr einfach nebenbei mitdotten. Das große Add ist jetzt sehr, sehr tankspezifisch. Das große Add macht einen Debuff auf den Tank und wenn das dann bei 3 oder 4 gestackt ist, der Debuff, kassiert er so viel Schaden, dass er sterben würde. Daher ist ein Tank-Switch notwendig, bedeutet also, der Off-Tank nimmt den Boss und der Tank, der den Boss hatte, nimmt das Add. Das muss mehrfach gemacht werden. Die Phase endet, wenn das Add getötet wird. Daher fokussieren auch alle Spieler den Damage, sage ich jetzt mal, auf das Add. Und der Boss wird nur nebenbei mitgedottet. Weiters müsst ihr auch in dieser Phase mit jeder Menge Feuer kämpfen, beziehungsweise habt ihr es mit jeder Menge Feuer zu tun, wie ihr schon seht. Zwar bekommen Spieler Debuffs und nachdem die Debuffs abgelaufen sind, hinterlassen sie so eine Feuerfläche. Und daher ist es sehr wichtig, dass die Spieler sich nach außen hin orientieren, damit eben nicht die Mitte mit Feuer voll ist und ihr keine Möglichkeit mehr habt, irgendwo rumzulaufen. So, jetzt schauen wir uns aber mal das andere Portal an. Also nachdem ihr das Add getötet habt, vom linken Portal läuft der Boss zum rechten rüber. Das heißt, dass es kann das ganze Camp und alles gleich mitswitchen. Beim rechten Portal kommt dann wieder ein neues Add, ist ein großes Lilanes und es ändern sich auch diverse Fähigkeiten des Bosses. Es gibt auch neue kleine Adds, das seht ihr auch hier immer, die so mittig sind und noch diverse andere Fähigkeiten, wie ihr eben gerade gesehen habt, dieses schwarze Loch. Dazu möchte ich noch kurz was sagen, denn es ist nicht ganz ungefährlich und zwar spawnt immer wieder so ein schwarzes Loch, was aus dem Umkreis die Spieler heransaugt. Und dort gibt es dann natürlich Schaden, wenn ihr in dieses Loch reingesaugt werdet. Aber es kann dann noch gefährlich sein, denn es gibt auch noch zusätzlich einen Debuff in dieser Phase, der mehrere Sekunden tickt. Und wenn der abgelaufen ist, explodiert der Spieler. Und wenn er jetzt ein schlechtes oder ein bisschen Bad Luck, sagen wir mal, habt, und es werden mehrere Spieler in das schwarze Loch reingezogen und da ist auch ein Spieler mit einem Debuff dabei, dann kann das schon bedeuten, dass das Ende für diese Spieler ist. Und daher ist es eben wichtig, weit genug verteilt zu stehen, damit die Fähigkeiten immer so wenig Spieler wie möglich treffen. Auch in dieser Phase macht ihr es ganz einfach wie in der vorherigen, also ihr geht, der Hauptdamage fokussiert sich auf das große Add, der Boss sowie die kleinen Adds werden nur nebenbei mal mitgedottet, denn ihr wollt ja einen Phasenübergang erzwingen bzw. in die dritte Phase vorstoßen und dafür muss man das Add sterben. Und wie ihr schon seht, wir haben noch immer das Feuer aus der ersten Phase, daher war es auch sehr wichtig, den Boss drüben zu tanken und auch, dass die Personen mit dem Debuff dementsprechend rauslaufen, denn wir haben eh schon relativ viel Feuer, sage ich jetzt mal, mittig, das ist eh schon nachteilig, weil eben die Bewegungsfähigkeit der Spieler sehr stark dadurch eingeschränkt werden. Und ihr seht natürlich, die Fähigkeiten fangen sich jetzt an, langsam zu überlappen. Es wird dann in der dritten Phase selbst, also sobald das Add gestorben ist und dann die dritte Phase startet, in der dritten Phase selbst kommen dann keine Adds mehr aus den Portalen, aber der Boss ändert sehr schnell seine Fähigkeiten. Ihr habt ja gesehen, der Boss zuerst im Start ist er grün, jetzt ist er auch wieder grün, danach wird er wieder violett und das ist so wie bei den Portalen.
mit den Fähigkeiten ändern sich auch hier so die Fähigkeiten des Bosses. Also er switcht jetzt immer zwischen der ersten und zweiten Phase hin und her, modifiziert dementsprechend seine Fähigkeiten und das Einzige, was einfacher unter Anführungszeichen ist, besteht darin, dass es eben keine Ads mehr gibt, aber die Fähigkeiten sind eben sehr unterschiedlich, weil es eben einen sehr schnellen Wechsel zwischen den einzelnen Phasen gibt. Daher ist es sehr wichtig, dass der Boss besonders jetzt in der dritten bzw. vierten Phase eher mittig gedenkt wird, weil dann haben die Personen bzw. eure Mitspieler die Chance, sich um den Boss zu verteilen. Dann gibt es genügend Abstand zu den einzelnen Spielern, also zwischen den Spielern ist genügend Platz und somit kann man dann auch besser die einzelnen Fähigkeiten dodgen, ohne jetzt zu sehr viel Schaden und so weiter zu verlieren. Für die letzte und vierte Phase, bei den letzten paar Prozente, nutzt ihr dann natürlich auch Kampfrausch, denn in dieser Phase beginnt der Boss mehr Schaden auszuteilen, also er kriegt einen Damage-Buff von 20% und zusätzlich gibt es auch enormen AOE-Schaden, der dann einfach euren Raid runterdickt. Das bedeutet also vor allem gegen die letzte Phase hin benötigt ihr nochmal alle eure Cooldowns, Kampfrausch und so weiter und versucht den Boss eben mit den letzten paar Prozente umzuzerben. So, und jetzt wie immer gegen Ende eines Videos noch ein kleiner Hinweis. Es gibt unterhalb des Videos in dem Link, gibt es einen Link, also nicht in den Link, in der Beschreibung gibt es einen Link zum schriftlichen Teil, also gibt es einen schriftlichen Guide, wo eben Fähigkeiten, Aufstellungen nochmal genau erklärt werden. Es wird auch nochmal auf die DPS-Anforderungen eingegangen, sprich von den diversen Log-Seiten gibt es ja Statistiken, wie viele Gilden haben den Boss bereits gelegt, was ist der durchschnittliche DPS- und HPS-Wert, den die Gilden dafür benötigt haben. Dort könnt ihr euch mal vorab einen Blick riskieren und informieren, ob ihr es schon mit eurer Gilde wagen solltet oder ob ihr lieber noch ein bisschen Gear farmt. So, und wie gewohnt am Ende jedes Video noch ein kleiner Ausblick auf den nächsten kommenden Boss. Ist jetzt mal ein Single-Target-Kampf, wird eh auch immer Zeit, denn meistens handelt es sich in der Instanz nur um Multi-Target-Kämpfe, aber hier handelt es sich um einen spannenden Single-Target-Kampf, also klickt einfach drauf und wir werden auch den Boss gemeinsam bezwingen.